Weg kann nicht vorwärts. Also dir erst einmal. Also Fires Helebarde ist eine Dreier Helebarde. Aber der Trolltöter auf jeden Fall. Der ist nämlich gut. Langschwert Myrlachs Tal. 20 Sagenkunde. Die Klinge des Bael. Davon habe ich. Kann man 2 kaufen. Ist einfach nur eine plus 3er Klinge, wenn ich es richtig sehe. Ende des Pikenmannes ist ein Zweihänder. Ach nee, das ist nur eine, okay. Eigentlich ja die Hellebarde, bitte. Gut. Und dann müssen wir noch, sollten wir noch jede Menge Bolzen kaufen. Stimmt ja, ich wollte noch die ganzen Pfeile verkaufen. So. Ja. Sofort. Ja, also ich möchte erstmal die Hellebarde verkaufen. Dann möchte ich die Pfeile plus 1. Die Feuerpfeile, die Säurepfeile. Die Pfeile plus 2 verkaufen. Und dann brauchen wir das ist halt, dass er verkauft keine besseren Bolzen. Nur die ganz normalen. Nehmen wir 800. Achso, wir kaufen ja immer 40er Stacks. Also 20 Stacks. So. Hoffentlich passen die alle da rein. Ja, passen sie scheinbar. 800. Wir haben noch 240 Kugeln. Ja, das heißt, Kugeln sollten wir auch noch kaufen. Was ist los? Sag, war einverstanden. Also auf jeden Fall 2 Stacks für ihn. Gibt es hier auch noch bessere Kugeln zufällig? Nee, eher nicht. Ja. Dann Kugeln. Wir haben 240. Das sind 3 Stacks. Jetzt sind wir bei 320. Jetzt sind wir bei 400. Das sollte reichen. So. Wie kann ich helfen? Gewiss. Sofort. Und ja, wir hätten natürlich auch noch die Möglichkeit, den nimmervollen Beutel zu kaufen. Und in Zukunft unsere ganzen Erinnerungsstücke da zu bunkern. Was ich irgendwie schade finde, woran ich mich nämlich erinnere, ich weiß nur nicht mehr, wo ich ihn gefunden hatte. Eigentlich müsste ich ihn schon jetzt mittlerweile haben, ist der immer volle Beutel. In Ordnung. Okay, du kannst nichts mit dem Wein anfangen. Vorwärts! Weil der immervolle Beutel ist genau das umgekehrte Teil vom nimmervollen Beutel. Da ist ein Haufen Schrott reingesteckt worden.
Und ja, man kann ihn einmal täglich benutzen. Und es fällt irgendein random Gegenstand aus dem Beutel raus. Da waren manchmal ganz nützliche Sachen dabei, aber ich weiß echt nicht mehr, wo der Beutel abgeblieben ist. In Ordnung. Wo man den hergekriegt hat. Und ob es den überhaupt in der Enhanced Edition noch gibt oder ob sie ihn rausgepatcht haben. Ja, einmal Edelmann mieten. Gewiss. So. Dann gucken wir mal, ob er schon fertig ist. Aber ein Tag ist ein Tag. Okay, das heißt, wir pennen noch zweimal. Ansonsten alles andere haben wir verkauft. Du hast noch Trank der Lebenskraft hier, oder? Nein, wir haben gar keine Tränke der Lebenskraft mehr hier. Hm. Ah, doch, hier. Den kannst du dann an sie geben, weil sie hat ja schon welche ausgerüstet. Haben wir noch Wendigkeitstränke? Ja. So, Dawntief ist jetzt eigentlich der Abschnitt, wo ich mal wirklich mehr Tränke benutzen sollte. Vor allem, die abgetrennte Hand hat halt nicht wirklich einen Boss. Die abgetrennte Hand hat halt auch keine ganz so schweren Räume, wenn man vorsichtig war und wusste, was man tut. Bei Xunomai hätten wir vielleicht sofort ein bisschen was benutzen können. Nehmen wir Händler. So. Einverstanden. Hallo Kühe. Hab Dank dafür, dass Sie mir den Gürtel des Kontos ausgeliehen habt. Ich habe viel mehr erfahren, als ich dachte. So viel, dass ich tatsächlich glaube, ich könnte ihn sogar noch verbessern. Ich glaube, beim weiteren Verzaubern kann ich einige der Werkzeuge aus der staubigen alten Werkzeugkiste, die ihr mir verkauft habt, darin einarbeiten. Die Zutaten für den Zauber sind allerdings recht kostenspielig. Ich brauche mindestens 1200 Gold, um es hinzubekommen. Das hört sich großartig an. Machen wir es. Ich werde gleich anfangen. Kommt in etwa einem Tag wieder, dann habe ich ihn fertig. Okay, das heißt nochmal rasten gehen. In Ordnung. Wir haben ja Zeit und das Rasten ist billig. Wobei, wir können auch einfach mal kurz zum Tal der Schatten und wieder zurückreisen. Geht wahrscheinlich etwas schneller. Oder zum Tempel des verlassenen Gottes. Einverstanden. Und wieder zurück. In Ordnung. So. Mal sehen, ob sich Silas dann gleich wieder darüber beklagt, dass sie müde ist.
weiter. So, was hast du eingearbeitet? Willkommen zurück, Freunde. Es freut mich, dass ich euch euren Gürtel fertig habe. Ich habe ein paar Taschen und Werkzeuge zugefügt. Damit müsstet ihr jetzt auch mit stärkeren Schlüssen und Fallen zurechtkommen. Kann ich noch, euch noch mit etwas anderem behilflich sein? Vielleicht etwas aus meinem Vorräten? Heute keine Tränke. Lebt wohl. Ja. Schlösser öffnen, Fallen finden, entschärfen. Ja, plus 15, plus 10. Den hast du getragen, oder nicht? Das heißt, du hast jetzt einen Schlösser öffnen Wert von 95 und einen Fallen finden von 85. Leise bewegen und im Schatten verstecken sind auch recht hoch. Dein Befehl soll geschehen. Vorwärts. Oh ja, und beim Töpfer wollten wir kurz vorbeischauen. Bevor wir uns dann auf den Weg nach Dorntief machen. Vorwärts! Bitte, ich will nicht unnötig sein, aber bitte kommt nicht mehr hierher. Ich will nicht, dass ihr die Monster zu meiner Haustür führt. Schon gut, lebt wohl. Okay. Einverstanden! Du hast auch nichts Besonderes zu sagen. Tja, das heißt, jetzt wird dort tief erkundet. Und ich höre schon Grunzis. Ja, weiter! Ich höre, ich tu's. Also ja, ein paar Orks. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile sag, lassen. Was du von mir willst. Vorwärts! Stehen geblieben. Seid gegrüßt. Ihr habt unbefugt Orkgebiet betreten. Das war nicht meine Absicht. Das ist egal, ihr sterbt jetzt. Das werden wir sehen. Deutlicher sprechen als Worte. Nehmt keine Gefangenen! Ich mach so schmerzlos wie Dinge. Okay. Oh, da sind noch ein paar. Nehmt keine Gefangenen! Ich sollte euch gnädig sein. Stirb now. Ja, ihr habt, glaube ich, nichts Tolles dabei. Vielleicht höchstens du mit der Axt. Streitaxt. Also ja, das Minigeld, was wir von den Waffen kriegen würden, das rentiert sich einfach nicht mehr. Hi. Da waren also noch zwei. Dein Befehl? Was? Euer Leben? Ja. Ich wasch mit. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. So. Gut, Dorntief. Sofort. Hallo, Mykonym. Auf in den See! Ja, Mykonym. Sehr, sehr garstige Pilzmänner. Die auch noch verwirren können. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. So, bis die Verwirrung nachlässt, können wir ein bisschen heilen. Vita Mortis.